So, wir bauen ein neues Team. Wir brauchen einen coolen Namen. Es wird halt so ein Übergangsteam. Also für die Stream-Highlight-Kanal-Gucker, Moiners, es wird umgebautes Team zwischendurch. Weil Freitag kommen Future Stars und ich werde Future Star-Karten einbauen. Aber wir bauen ein Übergangsteam. Future Krakens. Guter Name. Chat, ich sag euch einen Link, wo ich mich sehe, ne? Ich zeig euch einen Link, wo ich sag, der ist es eigentlich. Hier machen wir Erling. Digga, da sehe ich mich, ne? Find ich klasse. Find ich richtig klasse. Jetzt schon bestes Team, was du je gespielt hast. Ey, ohne Witz, hab ich richtig Bock drauf. Ich will Haaland unbedingt zocken. Und Real Talk, Windtime, 94 Ausdauer und 90 Tempo. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht, Chat. Warum kein grüner Link zwischen Windheim und Haaland? Ja, du weißt du, das ist Dortmund-Syndrom, weil die guten Spieler von Dortmund, die können die halt eh nie halten. Und dann stellen die sich halt schon mal darauf ein, dass die ins Ausland wechseln. Deshalb nur ein orangener Link. Und weil Schalke abgestiegen ist. Scheiße. Ja, ich glaube, Lewandowski und Haaland. Also es wäre halt geil, wenn Bellingham Future Star kommt, könnte man halt die Ecke echt direkt zumachen, ne? Mit Bellingham. Müsste man halt warten, bis er kommt. Der kommt ja am Friday. The Jude. Könnten wir ja eigentlich ehrlich erstmal den Inform spielen. Der ist jetzt halt nicht so geil wie der Future Star, logischerweise. Aber komplett scheiße ist der ja auch nicht. Und theoretisch könntest du dann den England-Link mit nach vorne nehmen. Was gibt's denn noch so von den Engländern? Vielleicht mal die Foden-Karte probieren? Oder halt Kane. Aber ich weiß nicht, ob Kane und Haaland vorne zusammen nicht halt zu sehr Baumstamm ist. Ferdinand in die IV. Ja, kann man auch machen. Oxford endlich zocken. Stimmt. Aber dann habe ich halt wieder das Problem mit. Ja, Junge, warum ist Schalke abgestiegen? Das fuckt mies ab. Sag ich euch ehrlich. Das fuckt mies ab, dass Schalke abgestiegen ist. Sonst wäre halt Oxford jetzt ehrlich ein Call. Aber Chat, ich finde, das ist eigentlich ehrlich ein Call, ne? Foden hierhin. Dann KDB. Den Toti, das ist ja der einzige Toti, den wir noch nicht wirklich gespielt haben. Weil der nur auf der Bank geschimmelt hat. Eigentlich geil gelöst. Sage ich euch ehrlich, finde ich cool. Könnten wir hier eine Icon hinstellen? Dann wäre Bellingham durch. Dann würde ich hier eine Icon hinstellen, dann haben wir kein Problem zum Linken. Was brauchen wir denn noch? Theoretisch bräuchte ich jetzt zwei Flügelkarten. Weil ich würde Foden auf der 10 spielen. Ah, die Frage ist halt mit Haaland. Meint ihr, Haaland Einzelspitze funktioniert? Oder ist er dafür ein bisschen zu clunky? Safe ist ein Brecher. Sagst du? Foden könnte man ja zur Not über den Flügel fetzen mit 90 Tempo. Aber wir brauchen erstmal eine Icon. Alter, das stelle ich mir aber geil vor, Chat. Oder wir spielen endlich Henri. Henri neben Haaland stelle ich mir geil vor. Wo ist Thierry Henri? Henri aber auch ein Panzer. Gut, aber 4-4. Würde ich mich eigentlich... Ey, Haaland, Henri? Dann würden wir halt enge Raute zocken. Haaland, Henri vorne, Foden 10. Ja, doch. Ich hab Bock auf Henri. Sehe ich mich. Plus 1 finde ich auch gut. Dann brauchen wir jetzt einen Achter noch. Einen geilen Achter. Nee, wir brauchen eigentlich einen... Doch, ne, wir brauchen einen Sechser. Wir brauchen einen Sechser auf jeden Fall. Alter Chat. Ich hab was noch geileres, bin ich ehrlich zu euch. Ich hab was noch geileres. Wir gehen mit Delaine und zocken Kylian Mbappé. Dann haben wir die beiden hoffnungsvollsten Sturmtalente, die es aktuell gibt im Sturm. Mbappé und Haaland vorne drin. Auf der 10 Foden. Ey, das fühle ich, glaube ich, komplett. Weil ich glaube, die werden sich auch richtig geil ergänzen gegenseitig. Nice, oder? Das fühle ich auch. Das finde ich auch richtig geil. Dann brauchen wir jetzt hier eine Icon für die 6. Eine ZDM-Icon. Boah, Kanté würde gehen. Stimmt, wir brauchen ja hier eh eine Icon. Wir könnten mit Kanté gehen, ja? Der braucht ein Grün. Oh, und dann mit Rüdiger vielleicht? Alter, Chat, das ist es, sage ich euch ehrlich. Das ist ja mies geil. Ich stelle mal hier provisorisch irgendeine Icon hin. Ich nehme jetzt einfach mal Vidic. Und dann mit Rüdiger? Hätte ich Bock drauf. Rüdiger habe ich noch gar nicht gespielt und der Toti Nomini sieht babamäßig aus. Varane haben wir letzte Woche gespielt. Da hätte ich mehr Bock auf Rüdiger. Ey, und dann können wir ins Tor den Ter Stegen packen. Da haben wir noch eine Liga drin. Hä, das ist ja ein mies cooles Team. Ist sogar No Links Wasted. Chat, gefühlt der schnellste Teambau ever. Aber ich finde es richtig geil. Ja, wenn De Gea POTM kommt, können wir auch den nehmen, ja. Ey, ich sage euch ehrlich, das Team ist es. Ohne Witz, werde ich nichts dran ändern. Das ist der schnellste Teambau aller Zeiten, aber das ist richtig geil. Vor allem, wenn Bellingham hier seinen Future Star bekommt,
Wir können ja dann immer noch gucken, ob wir was ändern, ne? Wenn halt noch irgendwelche anderen Future-Star-Spieler kommen. Also ich werde noch eine andere Icon. Wir können uns noch eine andere Innenverteidiger-Icon überlegen. Mit was geht man denn hier? Ikonenmäßig. Cannavaro Prime. Wir können uns auch mal den mittleren Maldini holen. Wäre auch eine Idee. Für die, die die SBC machen, dann könnte ich ihn mal ausprobieren und euch sagen, ob der sich lohnt. Also englische Icon würde ich nicht nehmen, weil die wird halt so, die wird halt das NLW kaputt machen. Das fuckt mich ab. Dann sieht's scheiße aus. Tommy, mach mal eine Abstimmung zwischen Desai Prime, Maldini mit, Cannavaro Prime und... Komm, mach mal Matthäus Baby. Hab ich noch nie gespielt. Mach Matthäus Baby auch noch mit rein. Ich habe noch nie einen Baby Lothar gespielt. Habe ich ja sogar auch im Verein, glaube ich, ne? Nee. Ah, ich habe den mittleren gezogen. Ah, Matthäus ist kein NLW dann. Ja, okay. Never mind. Dann also, nochmal. Cannavaro Prime, Maldini mit Desai Prime und Carlos Alberto. Nimm mal noch Carlos Alberto rein, Baby. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt, Chat. Desai Prime, Cannavaro Prime, Maldini mit oder Carlos Alberto, Baby. Chat, ihr könnt abstimmen. Welche Innenverteidiger-Icon soll ich spielen? Ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Desai Prime und Carlos Alberto, Baby. Nimm mal Mohn, sag, wie der ist. Na, unwahrscheinlich. Desai Prime hat das Rennen gemacht mit 42%, dann holen wir den. Ich dachte, du wolltest Messi nochmal testen. Ah, läuft ja nicht weg. Können wir alles noch machen. Lol, ich hab ihn schon. Ich hab Testing noch im Verein. 84er Bellingham mit Shadow. Kann ich mitarbeiten. Desai 800k, okay. Passt. Ah, Chat ist ein cooles Team geworden. Ist wirklich ein sehr cooles Team geworden. Ich meine, wir werden eh nochmal umbauen, so ist es nicht, ne? Wird sowieso darauf hinauslaufen, halt einfach wegen den Future-Star-Karten. War ein sehr cooles Team. Sagst du, im Future-Star-Karten-Design überragend, richtig geil. Richtig geil. Wir nehmen wir mit auf die Bank, bisschen Pay-to-Win, ne? Naja. Da muss ein Ronaldo, da muss ein Messi mit. Jorginho muss mit. Ah, ich habe ja Salah an Trade gezogen. Salah muss mit. Passt. Nee, stimmt, Chat. Wir scheißen mal auf Pay to Win. Wir nehmen Harry Kane mit. Harry Kane muss mit. Den habe ich in der Aufnahme gespielt. War richtig geil. Wer ist Trainer? Tuchel macht das Ding.